Auf diesem Kanal stellt das DICE aktuelle Themen der Wirtschaft vor. In diesem Video geht es um das Thema Mobilität der Zukunft, Personenbeförderung in der Sharing Economy. Aber was ist eigentlich die Sharing Economy? Aus der englischen Übersetzung to share leitet sich ab, oftmals ungenutzte Gegenstände zwischen Verbrauchern zu teilen, anstatt sie einzeln zu besitzen. Dieses Phänomen nehmen wir im Alltag wahr, wenn wir uns zum Beispiel ein Auto leihen oder eine private Wohnung mieten. Mehr Infos zur Sharing Economy findet ihr in einem unserer vorherigen Videos. Laut einer Statistik des Kraftfahrtbundesamtes sind in Deutschland aktuell über 47 Millionen Pkw zugelassen. Eine Studie von Roland Berger hat gezeigt, dass jedes Auto in Deutschland ca. 23 Stunden pro Tag stillsteht. Darüber hinaus ist bekannt, dass Taxis mehr Zeit warten, als dass sie Personen befördern. Kann durch Carsharing die Auslastung der Autos erhöht werden? Traditionell geht ein Auto nach der Produktion in den Besitz einer Person über, welche mit Abschluss des Kaufvertrags das Auto individuell nutzt. Im Gegensatz dazu nutzen beim Carsharing mehrere Personen eine gemeinsame Autoflotte. Nachdem die technischen Voraussetzungen, wie der elektronische Autoschlüssel für das Smartphone, vom Anbieter geschaffen wurden, kommt eine hohe Nutzergruppe für das Fahrzeug in Frage. Zu unterscheiden sind grundsätzlich zwei verschiedene Modelle. Unter dem klassischen Carsharing-Dienst versteht man einen Anbieter, der seinen Fuhrpark an eigenen Fahrzeugen den Nutzern bereitstellt. Jeder Besitzer eines Autos kann dies aber auch selbst zum Teilen freigeben. Private Carsharing-Dienstleister rüsten dann das Auto entsprechend um und vermitteln die Bereitstellung seines Autos. Dies nennt man Peer-to-Peer Carsharing. Der Dachverband der deutschen Carsharing-Anbieter, der Bundesverband Carsharing, differenziert wiederum zwei verschiedene Ausgestaltungsformen. Das Free-Floating-Konzept besteht darin, dass der Nutzer ein Auto im vorgegebenen Gebiet an jedem beliebigen Punkt buchen und abstellen kann. Dies wird exemplarisch durch die rote Linie symbolisiert. Der Fahrer muss das Auto also nicht zurückbringen. Anders funktioniert das sogenannte stationsbasierte Carsharing. Hier muss der Fahrer das Auto nach der Fahrt wieder zum Ursprungsort zurückbringen. Die blaue Linie zeigt Hin- und Rückfahrt. Anfang 2020 nutzten ca. 2 Millionen Deutsche insgesamt 13.400 Fahrzeuge im Free-Floating und 12.000 Fahrzeuge im stationsbasierten Carsharing. Das Free-Floating-System ist dabei bei wenigen größeren Anbietern und nur in einzelnen Städten verfügbar. Können Carsharing-Dienste den Verkehr entlasten und Ressourcen einsparen? Eine Studie des Bundesverband Carsharing hat gezeigt, dass Carsharing von vielen Kunden als vollwertiger Autoersatz anerkannt wird. So konnte ein Rückgang des Autobestands der Nutzer nach Anmeldung beim Carsharing-Dienst festgestellt werden. Im Gegensatz dazu geht aus einer Studie der internationalen Unternehmensberatung Kearney hervor, dass Carsharing viel mehr als Ersatz für den ÖPNV oder das Fahrrad genutzt wird. Die Frage, ob Carsharing-Dienste tatsächlich den Autobestand reduzieren, lässt sich also nicht pauschal beantworten. Besonders in Großstädten stellt die Idee des Teilens aber einen wichtigen Ansatz dar. Eine andere Form der Personenbeförderung stellen netzwerkbasierte Fahrdienstleister dar. Uber gilt als eins der bekanntesten Unternehmen, welches Fahrten vermittelt. In den USA kann jede 18-jährige Person mit einem Jahr Fahrerfahrung sowie Autoversicherung als Uber-Fahrer Personen abholen und zu einem Fahrziel bringen. In Deutschland gelten derweil strengere Vorschriften zur Beförderung von Personen. Ein Taxifahrer muss neben einer sogenannten Konzession auch einen Personenbeförderungsschein besitzen. Darüber hinaus sind Fahrtarife von den Landesregierungen festgelegt. Das heißt, Taxipreise sind nicht verhandelbar. Taxifahrer müssen zudem eine Ortskundeprüfung absolvieren.
Fahrzeuge, die abseits des Taxigewerbes von Dienstleistern wie Uber genutzt werden, zählen als Mietwagen. Die Mietwagenfahrer müssen sich seit 2017 zwar keiner Ortskenntnisprüfung mehr unterziehen und sind auch an keine gesetzlichen Tarife gebunden, allerdings gilt für sie eine allgemeine Rückkehrpflicht. Die Rückkehrpflicht besagt, dass ein Mietwagen nach dem Beförderungsauftrag unverzüglich zum Betriebssitz zurückkehren muss. Dies bedeutet, dass ein Uber-Fahrer nicht, wie Taxis, am Zielort auf weitere Fahrgäste warten darf. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das amerikanische Uber-Geschäftsmodell mit freien und privaten Fahrern in Deutschland derzeit nicht umgesetzt werden kann. Es wird hierzulande sichergestellt, dass es sich um professionelle Fahrer handelt. Dies schützt auch die Taxifahrer. Diese fahren in der Regel eine Route pro Auftrag. Es haben sich zuletzt allerdings auch innovative Anbieter am deutschen Markt gezeigt, welche Fahrten bündeln. In diesem Fall werden ähnliche Aufträge in Echtzeit vom Unternehmen erfasst, kombiniert und Fahrgäste in einem Fahrzeug gemeinsam befördert. Dies wird als Ridesharing bezeichnet. Durch die Bündelung können unnötige Fahrwege minimiert werden. Wenn Personen die Standzeiten ihres Autos nutzen, um andere zu befördern, kann dies effizient sein. Die Verkehrsbehörde des Bezirks San Francisco hat allerdings gemeinsam mit der Universität Kentucky festgestellt, dass Fahrdienstleister ein hohes Stauaufkommen in der Stadt verursacht haben. Die Autoren stellen heraus, dass durch die hohe Produktvielfalt ein höheres Angebot für die Verbraucher vorliegt und somit Strecken, welche sonst zum Beispiel mit dem Fahrrad zurückgelegt worden wären, zunehmend mit einem Fahrdienstleister bewältigt werden. Es bleibt also festzuhalten, dass innovative Geschäftsmodelle in der Sharing Economy Ressourcen einsparen können, aber auch nur dann, wenn Menschen durch das neue Angebot nicht aus Bequemlichkeit auf bestehende, ressourcenschonendere Transportmöglichkeiten wie den ÖPNV oder das Fahrrad verzichten. Ziel sollte es sein, den Autoverkehr insgesamt zu minimieren. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Weitere spannende Videos findet ihr in regelmäßigen Abständen auf unserem Kanal.